Antes de llegar a la TU Berlín, estuve 14 años dando clases en la Universidad Politécnica de Madrid. Die TU ist eine sehr schöne Gelegenheit für mich, meine Interesse in die Architektur, in die Lehre und die Forschung zu bringen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Studenten nicht unabhängig von der Realität lernen. Ich arbeite gern an der TU Berlin, weil hier habe ich die Gelegenheit, die Bereiche Praxis, Lehre und Forschung sehr eng zu verbinden. Motivation y posibilidades. Ich forsche an der TU Berlin über kosmische Spuren auf der Erde. Und solche Spuren können zum Beispiel entstehen, wenn in unserem Sonnensystem zwei Asteroiden miteinander kollidieren oder wenn in der Nähe des Sonnensystems ein Stern explodiert. Dabei wird kosmischer Staub freigesetzt, den man auf der Erde finden kann. Ich komme ja aus dem Bereich der Astrophysik, aber meine Forschung erfordert die enge Zusammenarbeit mit Biologen und mit Geologen. Und an der TU Berlin kann ich deren Labore und Messmöglichkeiten nutzen, um mich beruflich hier entfalten zu können. Ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert gerade, ist der digitale Zwilling. Ein digitaler Zwilling ist ein virtuelles Modell der Wirklichkeit, was ununterbrochen Daten mit dem realen Modell austauscht und sich während der Lebenszeit eines Produktes oder Prozesses verändert. Was mir an der TU gefällt, ist, dass man hier in interdisziplinärer Zusammenarbeit die Zukunft gestalten kann und das nachhaltig und verantwortungsbewusst. Das Verhältnis der Menschen zu Räumen ändert sich im Moment sehr rapide. Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Grundlagen und gesellschaftlichen Folgen von Architektur oder generell vom gebauten Raum. Das heißt, wir fragen danach, welche neuen Räume sich ausbilden und unser Leben derzeit strukturieren. Die TU Berlin steht für mich für gelungene Interdisziplinarität, für die Kooperation zwischen Architektur, Planung und Soziologie. Ich bin Gründungsdirektorin am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, an dem wir gesellschaftswissenschaftliche Fragen untersuchen, wie die digitale Transformation wirkt, wie sie gestaltet werden sollte und wie wir den dafür nötigen Technikwandel begleiten. Ich bin Berlinerin und habe alle Vorteile des Wissenschaftsstandorts genossen. Ich habe hier studiert, promoviert, bin Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut geworden und dann Professorin an den Universitäten. Die Technische Universität Berlin ist enger Kooperationspartner aller Fraunhofer-Institute und für mich als Technikerin profitiere ich sehr von dem engen Schulterschluss.